Hertha BSC muss noch länger als geplant auf Karim Rekik, 23, verzichten. Punkt. Der niederländische Nationalspieler zog sich im Aufbautraining eine Muskelverletzung zu. Am späten Montagnachmittag teilten die Berliner auf ihrem Twitter-Kanal mit, dass sich die Rückkehr von Rekik definitiv verzögern wird. Denn der niederländische Nationalspieler habe sich im Aufbautraining eine Muskelverletzung zugezogen. Rekik hatte sich im Heimspiel gegen Hannover 96, 3:1, Mitte Dezember verletzt. Punkt. Zunächst war beim viermaligen niederländischen Nationalspieler ein Knochenmarksödem im linken Fuß diagnostiziert worden, die vom 96-Spiel herrührten. Die Beschwerden hielten sich aber hartnäckig. Punkt. Am Montag wurde der Verteidiger deswegen noch einmal eingehend untersucht und fällt nun doch länger aus als befürchtet. Noch am Wochenende hatte Manager Michael Preetz gesagt, es geht bei ihm voran. Punkt. Ich hoffe, dass er in dieser Woche ins Teamtraining einsteigt. Anführungszeichen. In der laufenden Spielzeit kommt Rekik bislang auf 16 Einsätze in der Bundesliga, 2 Tore, 3 Assists, 2 im DFB-Pokal, 1 Vorlage und 3 in der Europa League.